dass es so bisher noch nicht gegeben hat. Ein Qualitätsprodukt made in Germany. Yeah. Deutsche Qualitätsarbeit. Endlich bekommen wir die Chance, Corona zu besiegen. Ein für alle Mal. Wir können der Welt wieder Hoffnung schenken. Ja, wir können der Held sein, den diese Welt jetzt braucht. Ja, hier ist es, Leute. Corona World. Pure Perfektion. Eine absolute Schönheit. Eine Augenwand. In Deutschland gemacht. Mit den Steuergeldern, die wir für die Öffentlich-Rechtlichen zahlen. Danke, Angela Merkel. Danke, Angie. Das ist das, was diese Welt jetzt am nötigsten braucht. Danke, Mama Merkel. Ja, beeindruckend. Dieses unglaubliche Design, diese Innovation, diese Kreativität, beeindruckend. Das gibt es nirgendwo anders. So etwas gibt es nur in Deutschland. Es erfüllt einen mit Stolz, zu dieser Nation voller Kreative zu gehören. Und das Allerbeste. Jeder kann teilhaben an diesem Spiel. Alles, was du machen musst, ist in deinem Internet Explorer www.playcoronaworld.com einzugeben. Und dann kannst du dieses Meisterwerk auch spielen. Vollkommen umsonst. Du kannst umsonst diese Welt retten. Großartig. Solch ein episches Meisterwerk. Du kannst diese Krankenschwester werden. Nicht nur werden, du kannst sie sein. Diese deutsche Krankenschwester kann von dir gespielt werden. Du kannst zeigen, wie Social Distancing richtig umgesetzt wird. Ja, du kannst deine Mitmenschen desinfizieren. Du kannst sie mit Desinfektionsmitteln beschmeißen, dich selbst unter der Desinfektionsdusche reinigen, damit du sauber bist und virenfrei. Ja, los geht's. Und da kommt auch schon das erste Kind und wir springen drüber. Wir lassen das Kind einfach links liegen. Beachten es nicht und überspringen es, damit direkt von unserer Schuhsohle auf seinen Kopf landet. Ja, das ist das, was diese Spieler beibringen. Kinder sind schlecht. Böse. Am besten rennt man weg, wenn einem ein einsames Kind entgegenläuft. Schnell wegrennen. Es könnte ja noch etwas passieren, wie beispielsweise ein Gespräch.
Wir sammeln hier auch schon die ersten notwendigen Gegenstände ein für das Überleben. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber... Jetzt sind es Desinfektionstücher. Oh, und hier überall. Auch gar nicht verseuchte Virendämpfe aus der Kanalisation steigen. So viele Tücken im Alltag. Aber jetzt tragen wir einen Mundschutz. Jetzt sind wir ausgerüstet und Toilettenpapier haben wir auch eingesammelt. Ja, jetzt. Jetzt kann die zweite, die dritte und die vierte Welle kommen. Alles kein Problem. Und der Jogger hier. Oh. Böse, böse. Warum macht er überhaupt Sport? Streng verboten in Deutschland. Bleibt zu Hause und esst Chips und werdet fett. Darum geht's im Leben. Zu Hause auf der Couch sitzen, Chips essen und fett werden. Ja! Das ist der Sinn des Lebens. Jetzt haben wir es endlich verstanden, dank dieses Spiels. Zum Glück haben die staatlichen Medien für uns dieses Spiel programmiert, damit wir alle verstehen, wie das Leben eigentlich auszusehen hat. Das Leben in einer deutschen Großstadt. Und hier wurden wir jetzt angesteckt von einem Jogger, der vollkommen verantwortungslos versucht, seinen Körper in Form zu bringen. Dadurch seinen Mitmenschen infiziert. Wäre er doch lieber zu Hause geblieben und wäre fett geworden. Ja, es wäre grafischen Fitnessen hier. Da kann Call of Duty Warzone nicht enthalten. Kein VR-Spiel. Half-Life Alyx, Project Cars 2, VR-Modus, das kann alles. Wirklich abfahren und das nächste Kind wird übersprungen. Jawohl, jetzt auch noch hier ein Jogger, super. Die Leiter hochklettern, schnell noch einsammeln. Und da liegt jemand, der ein Sonnenbad vollzieht und uns hier den Weg versperrt. Denn auch Leute, die nur ein Sonnenbad nehmen, sind hochgradig infektiös. Alle Menschen sind potenzielle Virenschleuder. Oh, und hier wurden wir jetzt infiziert. Das haben wir davon, wenn wir uns unseren Mitmenschen zu nahe nähern. Und diese Partygruppe voller unverantwortlicher junger Menschen, die soziale Kontakte pflegen, die sind dafür verantwortlich, dass wir hier letzten Endes Corona bekommen haben, denn sie haben uns infiziert und jetzt müssen wir von vorne. Dieses Spiel sorgt dafür, dass wir wirklich einiges an Lebenserfahrung gewinnen, dass wir einfach schlauer werden, ja, dass wir bessere Menschen werden. Wenn man dieses Spiel gespielt hat, dann versteht man, worum es im Leben wirklich richtig geht. Es geht darum, sich zu verbarrikadieren, alleine zu bleiben und soziale Kontakte zu meiden. Denn soziale Kontakte sind böse, sind schlecht. Deine Mitmenschen sind potenzielle Virenschleuder, Virenzüchter. Sie sind Virenwirte und wir sind sozusagen die einzigen nicht infizierten Menschen, die in ihren aseptischen Wohnungen zu Hause leben und sich ständig vor den hochansteckenden Menschen Acht nehmen müssen. Es geht also im Leben darum, möglichst lange alleine zu bleiben und soziale Kontakte möglichst zu vermeiden. Das haben wir jetzt, denke ich, alle verstanden. Danke, dass wir dieses Erziehungsspiel so präsentiert bekommen haben. Danke, Mama Merkel, dass du dich so gut um uns kümmerst. Danke, dass wir jetzt dann doch noch auf die spielerische Art und Weise in die richtige Richtung erzogen werden können. Ich bin nicht nur so beeindruckt von dieser unglaublich raffinierten technischen Umsetzung des Spiels, dieser Grafik, dieses absoluten technischen Wunderwerks. Nein, ich bin auch von diesem pädagogischen Gehalt unglaublich fasziniert. Also, es ist ein pädagogisches Pathos, was ich spreche. Das ist wirklich wow. Und jetzt hier schon wieder der Sonnenanblick. Man sieht also faul in der Sonne auf der faulen Haut liegen. Das geht mal gar nicht. Das gehört verboten. Solche Leute müsste man wegsperren, damit sie andere nicht infizieren können. Welch Virus auch immer. Faulheitsvirus und Coronavirus. Also sich sonnen ist verboten. Joggen ist auch ganz schlecht. Ja, also am besten. Hier steht's auf dem Haus. Stay at home. Am besten zu Hause bleiben. Und schon wieder hier der in der Liege liegende Mann, der infiziert also alle nur dadurch, dass er herumliegt. Und wir uns ihm näher. Nur wenn wir ihn überspringen, ja, dann geht es. Also wir müssen
alle immer sehr hoch springen. Nicht nur um Hindernissen auszuweichen, sondern auch um frische Luft zu bekommen. Das ist ja sehr, sehr wichtig, dass wir immer frische Luft haben. Ganz wichtig. Immer schön Social Distancing beachten, einhalten. Denn nur dann können wir diese Pandemie überleben. Wir sammeln wir noch Flaschen ein. In der Flasche auch drin ist wahrscheinlich Alkohol, um uns zu desinfizieren. Oder um uns einfach den Rest zu geben und die Flasche auszutrinken, wenn wir in der Ecke liegen und infiziert sind. Ja, jetzt hier noch einen Mundschutz. Jawohl, jetzt sind wir ausgestattet. Jetzt kann kommen, was will. Wir haben den Mundschutz. Wir sind vorbereitet. Jawohl, wir sind jetzt schon fast unsterblich. Jetzt haben wir ihn wieder verloren. Unser Mundschutz wurde geklaut. Wir sind kleiner geworden. Der Mundschutz macht uns größer, weil jetzt sind wir leider kleiner. Wir nur noch ein normaler Mensch, normaler Größe, ohne Mundschutz. Traurig. Aber vielleicht bekommen wir wieder einen Mundschutz und wachsen dann wieder über uns selbst hinaus. Jawohl, hier haben wir einen und wir sind schon über uns selbst hinaus gewachsen. Und jetzt kommen hier wirklich diese grafisch ganz toll umgesetzten Viren angeflogen. Wir weichen auch so und jetzt gibt's die Gasmaske und den Gasanzug. Ja, jetzt können wir hier unsere Mitmenschen desinfizieren und sie beschmeißen. Desinfektionsmittel, damit sie das bekommen, was ihnen zusteht, nämlich eine ordnungsgemäße Desinfektion. Nur diese Party-People, die sind also wirklich gegen gefeit, da hilft auch einfach gar nichts mehr. Nicht mal mehr Alkohol, schätze ich. Die sind einfach schon durch. Oh, der Sonnenanbeter, der hat uns jetzt hier auch nochmal so Weißgut gebracht, sozusagen. Jetzt sammeln wir hier nochmal schön. Ich finde ein O und hier wurde ein Taschentuch zu unserem persönlichen Verhängnis. Hier infiziert. Aus Neustadt und schon wieder überall unsere Mitmenschen. Man sieht es. Potenzielle Virenschleuder. Sie produzieren Viren und stellen eine absolut tödliche Gefahr. Wir müssen schauen, dass wir mit möglichst wenigen sozialen Kontakten hier durchkommen. Dass wir immer schön Social Distancing einhalten. Keine Gespräche führen, egal welche Sprechblase kommt. Und oh, wir haben den Supermarkt erreicht. Jawohl, Funk. Jawohl. Es ist soweit. Der Moment, auf den wir gewartet haben. Der Endboss ist erschienen. Covid-19 persönlich. Und oh, das hier ist nicht Super Mario. Hier kann man keine Doppelsprünge auf den Kopf machen. Oh, und tatsächlich, dieser Covid-19. Ich habe den Eindruck, der cheatet. Der ist ein Hacker. Aber jetzt, ja, jetzt schön auf den Kopf gesprungen und nochmal auf den Kopf gesprungen. Zum zweiten Mal, zum dritten Mal. Die Erde bebt. Die erste Welle wurde abgewehrt. Aber jetzt, Achtung, Achtung. Die zweite Welle erhebt sich mächtig über diese Welt. Und jetzt kommt hier unser Gasanzug wieder und wir schleudern Desinfektionsmittel, was nur geht, aber Covid-19, wie das Damoklesschwert über unserem Kopf liegt und wir werden hinabgestoßen in diesen hochgradig giftigen roten Schlund, der so prächtig animiert ist, dass hier gleich mein Prozessorkern explodiert. So unglaublich hochwertig ist dieses Spiel. Ich muss sogar checken, ob ich noch aufnehme, damit ich von diesem wunderbaren, unglaublichen Spiel auch jede Sekunde einzeln dokumentieren kann. Das ist definitiv ein geschichtsträchtiges Spiel. Noch nie hat es solch ein technisch brillant umgesetztes Spiel gegeben. Und jetzt versuchen wir hier wirklich auf den Kopf zu springen. Aber wir sehen dieser Covid-19. Der bewegt sich so schnell durch diese Welt. Kommt überall hin. Unglaublich. Aber jetzt hat er zum zweiten Mal, zum dritten Mal einen Kopfsprung kassiert. Ja, und jetzt kommt hier wieder die zweite Welle. Er fliegt hier. Sieht fast schon aus wie das personifizierte Böse, aber wir ziehen uns jetzt die Gasmaske an, nichts kann passieren. Wir schmeißen auf ihn und oh, da wurden wir doch tatsächlich dazu gezwungen, das Spiel neu zu starten.
Ich muss sehr auf meine Wortwahl achten, dass ich nichts Unpassendes sage, aber wir versuchen es nochmal. Wir werden nicht aufgeben, bis wir Covid-19 besiegt haben, wenn wir schon die Chance bekommen von den Staatsmedien, diese Pandemie ein für alle Mal auszurotten. Dann werden wir das auch tun. Und jetzt der dritte Kopfsprung, jawohl. Und hier kommt wieder die unglaublich gefährliche zweite Welle. Covid-19 erhebt sich über uns und wir werden wieder aufgrund eines zu kurzen Sprungs dazu gezwungen, neu zu starten. Und hier Covid-19 übergibt sich und überzieht den Boden mit seinem Innereien und dem, was er nicht hat, was er gegessen hat. Vielleicht Desinfektionsmittel, was ihm nicht geschmeckt hat. Ich weiß es nicht. So, und jetzt hier, er kommt wieder. Er war trainieren und hat Sport gemacht, denn die Fitnessstudios sind alle leer. Alle Maschinen gehören ihm. Da kann er natürlich sehr, sehr, sehr viel Sport machen. Schön. Brustmuskulatur trainiert, die untere Brust und die obere Brust, ja, auch der Trizeps ist sehr gut trainiert, der hat gerade den Front Double Biceps gemacht, hat uns einen sehr großen Bizepsmuskel gezeigt, aber der Trizeps ist auch nicht zu verachten, wirklich, also Covid-19 ist so durchtrainiert, er stellt also Conan den Barbaren in den Schatten, aber wir schmeißen hier direkt in sein teuflisches Herz, das Desinfektionsmittel, wie bei Graf Dracula, da musste man auch den Pfahl direkt ins Herz hineinrammen, aber wir schmeißen die Desinfektionsflasche hinein. Gleich haben wir es geschafft und oh, wir haben ihn getrumpt. Wir haben Covid-19 besiegt, so wie Donald Trump. Wir haben Corona getrumpt, wie ein echter Donald Trump. Wir sind der Überlebende, die Überlebende. Wir sind ein echter Trump. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt bleibt uns nur noch eine Sache übrig. So viel Toilettenpapier aufzusammeln, wie nur irgendwie möglich, damit wir uns immer den Hintern abwischen können. Das ist sehr wichtig. Ja. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich über eine kleine Spende sehr freuen, denn steckt wirklich sehr viel Zeit, Arbeit, Liebe in meine Videos. Abonniert den Kanal und drückt bitte auch auf die Glocke, dass ihr immer abonniert werdet, wenn ich ein neues Video hochlade, damit ihr nichts verpasst. Über einen netten Kommentar freue ich mich ebenfalls auch immer. Und wie immer, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.